Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigt bitte den Hintergrund. Da steht mein Spiegel und eins meiner Ohrringaufbewahrungsteilen. Die waren hinter mir an der Wand, aber da möchte ich meine Nagellacke machen. Ich habe nämlich Sachen gekauft bei Ikea. Unter anderem diese Bilderrahmen. Das sieht ganz schön aus. Ich zeige euch das einfach mal. Ich stelle jetzt einfach irgendeinen Nagellack rein. Also, könnt ihr euch vorstellen, kann man eben mehrere Nagellacke reinstellen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich habe mir noch etwas gekauft. Ach, warte. Ich habe mir noch ein kleines gekauft. Und noch eins dieser Regale. Das Problem ist nur, wir haben da schon versucht, die Wand zu machen, aber die Dübel halten nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt erst irgendwie was kaufen, um das irgendwie zu fixieren. Und ja, habe ich noch nicht geschafft. Ja, wir schminken heute wieder was. Ich habe schon meine Lidschattenbase aufgetragen. Und zwar möchte ich heute mal wieder was mit der Sunset-Palette machen. Und zwar möchte ich ein bisschen intensivere Farben verwenden. Ja, wir beginnen einfach mal. Und zwar möchte ich als allererstes verwenden diese Farbe hier. Und die werde ich so ganz am Anfang vom Auge auftragen. Das Orange nehmen. Oh ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das aussehen wird im Endeffekt, weil das schon eine krasse Farbe ist. Die andere Farbe von vorhin, einfach um hier den Übergang ein bisschen schöner zu machen. Ich nehme nochmal hier Orange. Oh mein Gott, Leute, das ist echt b-b-bam. Ja, das ist ganz schön heftig. Ich werde jetzt noch das Gold nehmen, was nebendran ist. Und das hier so außen ein bisschen hingeben. Leute, das ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt, damit das nicht mehr ganz so in-your-face-mäßig aussieht. Ich glaube, ich nehme ein bisschen was von diesen beiden Farben. Ich werde die mischen. Ich hätte so gerne eine Farbbezeichnung davon. Alter Falter. Also wirklich mit diesen Farben kann man wirklich krasse Looks schminken. Also was ich jetzt hier mache, ist eigentlich eher eine Sommersache, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott! Okay. Wir sind natürlich noch nicht fertig, aber also das ist wirklich schon heftig. Also die Farbabgabe, Leute, das ist der pure Wahnsinn. Ich nehme mir jetzt ein kleines Pinselchen und werde nochmal in diese beiden Farben reingehen. Und ich werde jetzt anfangen, das hier oben etwas auszublenden. Etwas ist gut. Könnte man bestimmt irgendwie was für Karneval machen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Was macht ihr denn am Karneval? Wie verkleidet ihr euch? Ich weiß es noch nicht. Ich würde gerne Cleopatra machen. Ich wollte das ja eigentlich schon letztes Jahr machen. Dann kam nur meine Masterarbeit dazwischen und ich hatte keine Zeit, mich irgendwie um Kostüme und so zu kümmern. Darum wurde es der 0815 Indianer. Ja, da braucht man nicht viel tun, ne? Aber Cleopatra finde ich schon ziemlich cool. Also, wie ihr seht, blenden wir das jetzt hier alles ein bisschen aus. Also die Farben, oh, Leute, guckt euch das mal an, wie das BÄM auf mein Auge macht. Also es ist, ich weiß nicht, es ist der helle Wahnsinn. So. Ja, die Frage ist ja jetzt. Naja, gut. Ich mach mal eben meine Augenbrauen. Et voilà. Augen haben wir,
Wangen haben wir, ich habe wie gesagt Wimperntusche aufgetragen. Ich habe heute mal wieder die Rocket Volume benutzt von Maybelline. Und wir brauchen natürlich noch was auf den Lippen und das sollte nicht so krass sein. Darum habe ich hier von Catrice ein. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Da ist nämlich die Farbe nicht mehr lesbar. Ist eben irgendwie so ein bisschen auch ein Orangeton. Ja. Das gefällt mir hier irgendwie noch nicht so gut. Ich nehme noch ein bisschen Highlighter, das ist Betty Luminizer. Natürlich jetzt auch noch einen Lidstrich ziehen. Problem ist nur, ich finde meinen Eyeliner nicht mehr. Und mit Haare zu gefällt mir das nicht. Das sieht da schon irgendwie ganz anders aus, ne? Es ist nicht frisch gewaschen und sehr, ne? Aber ja, ich habe gedacht, wir schminken einfach mal irgendwie was mit der Sunset Palette mit diesen krasseren Farben. Ich meine, das ist jetzt nicht alltagstauglich, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Würde ich so oft auf die Arbeit auf keinen Fall, aber lasst mich mal nochmal gucken. Ja, doch. Ich werde jetzt nachher auch so das Haus verlassen. Ich finde es jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich finde es eigentlich auch sehr schön. Es ist nur halt sehr krass. Ja, es ist sehr intensiv. Es ist sehr orange, es ist sehr rot, es ist sehr Sonnenuntergang. Aber schön. Also ich finde die Farben wirklich immer noch nach wie vor total toll und ja, kann man mal machen. Ich habe den Lippenstift jetzt hier oben nicht so sonderlich schön aufgetragen. Soll ich das mal noch machen für euch? Komm, ich mach das noch für euch. Ja, das war das Video. Ja, ich weiß nicht, es war jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man kann natürlich mit der Palette auch natürliche Look schminken. Natürlichere. Ich habe eins hochgedreht, das Licht aber nicht so toll. Ich weiß nicht, ob ich das noch hochlade, aber ich glaube schon. Ansonsten mache ich einfach nochmal eins und die Blue Hat Me and Hello Palette wollte ich auch nochmal neulich. Was ein Satz! Moment! Und die Wet n Wild Blue Hat Me and Hello Palette wollte ich auch mal wieder bald benutzen, weil die einfach auch so geil ist mit diesen blauen Farben. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht zu sehen, wie meine Reaktion auf diese Explosion auf meinen Augen aussieht. Und ja, das ist das NYX Blush. Ich finde das eigentlich auch schön. Vielleicht ein bisschen viel erwischt jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!